herzlich willkommen zur niegelnagelneuesten Ausgabe der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir beginnen mit der Besprechung des Films The Five Bloods, ein Netflix-Film, den sich natürlich wieder einmal und glücklicherweise unsere Netflix vorgeben wollten und es auch getan haben. Hier sprechen Max, du, Dom und Christopher über eben diesen Film, zu dem ich nicht viel weiß. Ich hoffe, dass das total fluffig geworden ist und wenn der Spike Lee jetzt mal irgendwie so einen Film macht und der auch noch auf Netflix läuft, dann ist es vielleicht gar nicht mal schlecht geworden. Im Anschluss folgt die Besprechung des Films Sarita und ich glaube, das ist ein Dokumentarfilm und ein Dokumentarfilm, den Patrick und Peter besprochen haben. Nichts Genaues weiß ich nicht. Der lief, glaube ich, in Hamburg beim Filmfest. Ja, irgendwie so war das. Ja, und dann müsst ihr schon selber rauskriegen, was für Details da noch auf euch warten. Und zu guter Letzt dann noch eine Besprechung des Dokumentarfilms Krautrock 1. Da glaube ich, geht's um Deutschrock. Yo, ne? Aber auch da bin ich mir nicht so hundertprozentig sicher. Ihr könnt jetzt Max und Mo dabei lauschen, wie sie den Film besprechen. Der Mo ist ein ganz neuer Kollege, der hier mega was wegrockt. Was der alles schon aufgezeichnet hat hier, ist der absolute Wahnsinn. Da könnt ihr euch total drauf freuen. Ich freue mich auf euer Feedback, das ihr hinterlassen könnt auf Facebook, Twitter, Instagram und beim YouTube-Upload. Überall dort habt ihr die Gelegenheit, in die Kommentarfunktion zu schreiben, wie euch unsere Filmbesprechungen gefallen. Gibt es da Filme, die ihr besonders ansprechend fand oder Filme, die wir mal besprechen wollen? Wie fandet die Besprechungen selbst? Wollt ihr selbst mal dran teilnehmen hier beim Telestammtisch? All das wollen wir von euch wissen. Ja, und wenn ihr noch ein bisschen Zeit habt, dann gebt doch noch Bewertungen ab bei Apple Podcast, bei Fürth, bei Facebook oder bei google.de oder auch bei podcast.de. Überall da kann man Bewertungen hinterlassen für Podcasts wie den unseren und das wäre total toll und würde dem Telestammtisch sehr helfen. Nun schon mal vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ach, die Vöglein zwitschern. Und draußen ist schönes Wetter und ich sitze hier und muss mit meinen drei besten Freunden einen Podcast aufnehmen. Besser kann es nicht werden. Hallo zu den Netflix vor, hallo zur Besprechung von The Five Bloods. Ich habe, wie gesagt, meine Four Bloods oder Three Bloods dabei. Zum einen der Dominik. Hallo Dominik. Und schon gleich disqualifiziert. Dann hätten wir den Christopher. It ain't me, I'm no fortunate son. Ja, gut, dann Max, bitte, mach's richtig. Ja, heißt du. Grüß dich. Die konventionellste Begrüßung. Ja. Ja. Ja, das sollte gerade ein Vietcong sein, der aus dem Busch angesprungen kommt. Das ja, und ich wollte einen Song imitieren von Clearance Clearwater Revival, der auch nur zum Vietnam-Soundtrack gehört. Hallo sagen. Ja, der Max versteht, wie es funktioniert. Max hätte Marvin Gaye singen müssen. Ich merke richtig gerade, dass meine Waveform hier total nachzieht. Okay. Aber das macht nichts. Gut. Okay. Ja, wir sprechen heute über den neuen Netflix-Film von Spike Lee. Ja, auch Spike Lee ist mittlerweile unter die Netflixer gegangen. The Five Bloods, ein Film, der, glaube ich, ursprünglich mal ein Oliver Stone-Projekt gewesen war und jetzt eben von Spike Lee gedreht wurde. Aber kommen wir ins Eingemachte, nachdem wir überhaupt erklärt haben, worum es überhaupt geht. Und ihr wisst ja, wenn wir den Christopher dabei haben, dann gibt es nur eine Möglichkeit, wer hier die Synopsis macht, nämlich der Christopher. Leg los. Die vier afroamerikanischen Vietnam-Veteranen Paul, Otis, Eddie und Melvin kehren in der Gegenwart noch einmal dorthin zurück. Sie wollen die sterblichen Überreste ihres damals gefallenen Anführers bergen und obendrein noch einen Goldschatz, der irgendwo im Dschungel vergraben liegt. Dazu gesellt sich noch Pauls Sohn David, der zu seinem Vater ein mehr als schwieriges Verhältnis hat. Und im Laufe ihrer Reise bekommt es die Truppe mit verschiedenen Hindernissen zu tun, seien es Einheimische, Touristen oder eben auch die Natur. Und es wird sehr schnell klar, das Trauma Vietnam hat tiefe Wunden hinterlassen, die nie so richtig verheilt sind. Ja, vielen Dank. Übrigens, liebe Netflix-Leute da draußen, wenn ihr mal jemanden braucht, der für euch die Synopsis schreibt, dann, wie gesagt, wir könnten den Kontakt zu Christopher herstellen, denn Christophers Synopsis ist um einiges besser als das, was Netflix, glaube ich, der ja, hat. Aber auch den Tagessatz von, keine Ahnung, was hat er für einen Tagessatz? The Five Bloods. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich würde den Film, wenn es jetzt um eine Genrebezeichnung geht, beschreiben als Hybrid aus Kriegsfilm, Drama, Abenteuerfilm und Satire. Dominik, ja, wenn du jetzt von jemandem gezwungen wirst, diesen Film genretechnisch einzuordnen, wo würdest du ihn verordnen?
Ganz schwierig. Es ist ein teilweise für mich auch nicht ganz so zusammenpassendes Potpourri, wobei die satirischen Spitzen noch das Interessanteste sind, in meinen Augen auf jeden Fall. Also, ja, nee, es ist echt eine fiese Frage, Stu, und das weißt du auch. Ja, und deswegen darf der Christopher sie jetzt beantworten. Ja, es ist ein Kriegsdrama, Schatzsucher, politische Satirenabenteuer. Irgendwie, irgendwo. Wow, ja. Komplett neues Genre. Ja, genau, neues Subgenre. Sub-Sub-Sub-Sub-Sub-Genre. Ja, es ist einfach ein Spike Lee-Join, machen wir es kurz. Ja. 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 Puh, es fällt mir echt schwer, über diesen Film zu reden, weil ich nehme es mal vorweg, ich fand ihn gut. Mir hat er wirklich gefallen. Aber meine Fresse, das ist ein Koloss von einem Film. Das ist wirklich ein Film, der mich persönlich komplett erschlagen hat. Und nach diesen nicht immer sehr kurzweiligen 2,5 Stunden saß ich dann da und musste den erstmal verarbeiten. Max, wie ist es dir ergangen nach der Sichtung? Also entweder habe ich ein anderes Gemüt gehabt, als ich geguckt habe. Aber bei mir ist eigentlich ganz gut geflutscht, muss ich sagen. Oh. Ja. Es ist jetzt so, dass ich vor allem die Machart des Films interessanter fand als, oder beziehungsweise die Umsetzung des Films interessanter fand als den Plot an sich, weil beim Plot hätte man meinetwegen auch eine halbe Stunde locker irgendwie rausnehmen können. Aber die Machart an sich, also ich habe zum Beispiel nach den ersten 20 Minuten nicht so ganz gewusst, wird das jetzt irgendwie ein Film, der so halb dokumentarisch vielleicht unter Umständen immer wieder mit reingeht. Und ja, irgendwie hat er sich ein bisschen angefühlt wie eine Doppelstunde Geschichte mit einem relativ durchgeknallten Lehrer. Der sich vorher einen durchgezogen hat, ja. So. Ja, ein Joint, ein Spike Lee Joint. Ja, also als Film ist es ein absolutes Frankenstein-Monster. Du hast, nichts geht da irgendwie flüssig ineinander über, was ich jetzt noch nicht wirklich als echten Kritikpunkt sehe. Aber du hast kurze Momente, wo über die Historie reflektiert wird, dann, wo todernste Gespräche geführt werden, dann gibt's auf einmal eben Momente, die euphorisch sind, wenn sie dabei sind, den Schatz zu suchen, dann wird's gefährlich, es ist, tonal ist das hier das größte Chaos, das ich seit langer, langer Zeit in einem großen Film gesehen habe. Also ich glaube übrigens, dass wenn Lars von Trier da nochmal drüber gerutscht wäre, dann hätte der den sicherlich in 9 Akte gegliedert irgendwie und jedes Mal mit einer Tafel zu Beginn eingeblendet. Ja, und vielleicht sogar zu einer Serie gemacht. Da ist dann eben auch so natürlich die Netflix-Note für mich drin. Theoretisch hätte man eine Miniserie mit 3 Episoden rausschneiden können. Also jede geht 50 Minuten. Ich muss sagen, ich habe mich teilweise, also es ist nicht so, dass ich den Film schlecht fand, aber ich habe mich teilweise jetzt nicht durchgequält, aber ich fand ihn schon gerade zum Ende hin auch ziemlich langatmig und ich muss sagen, dass der mich emotional auch irgendwie gar nicht gepackt hat. Der wirkt unglaublich vollgestopft auf mich, also Stu hat schon recht, da steckt unglaublich viel drin, gleichzeitig passiert aber auf der Handlungsebene selber eigentlich gar nicht mal so viel. Der Film, der hat eher Themen, die er abdeckt, als jetzt irgendwie die großartige Dramaturgie, wie ich finde. Also ich muss sagen, es gab durchaus Momente, die mir emotional nahe gingen. Tatsächlich. Gerade halt diese Beziehung zwischen dem Vater und seinem Sohn, hier David und wie heißt der Vater noch? Paul, genau. Gespielt von Delroy Lindo, wo ich echt froh war, den mal wiederzusehen. Ich habe mich echt gefragt, wo war der so lange? Weil es gab mal eine Zeit, da habe ich den gefühlt in jedem dritten Film gesehen. Ja, in den 90ern, Mitte der 90er, genau, andauernd. Genau. Ja. In vielen Spike Lee-Filmen wahrscheinlich dann auch. Ne? Ja. Und es gab wirklich, es gab eine Szene, die fand ich wirklich toll, das war, da ging es um eine Mine. Ich muss das jetzt hier, glaube ich, nicht näher ausführen, aus Spoilergründen, was da passiert. Und das andere ist halt wirklich so seine letzten Momente im Film. Ja. Weil dieser David ja wirklich, nicht David, Quatsch, oder? Paul, ja. Ja, sorry. Ja, wirklich so eine Art Captain oder Colonel Kurtz-Wandlung durchmacht irgendwann. David ist das Wort. Und mit seiner Figur sind ja auch so diese Thematik des Wahnsinns sehr deutlich verbunden. Es gibt ja diese Szene, wenn er durch den Wald
ja, stolziert und immer wieder sagt, Madness, Madness, Madness. Ja. Ich fand das unglaublich gut. Ich fand das sehr intensiv. Es hat mich gefangen genommen. Es gab wirklich Momente, wo ich dachte, okay, Spike Lee hat so echt so diesen Apocalypse Now Vibe irgendwie geschafft zu reproduzieren. Und dabei aber auch wirklich ein ganz klares Statement gebracht zur heutigen Zeit, zum heutigen Thema Rassismus, was ja für Spike Lee jetzt nichts Neues ist, weil das eigentlich in jedem seiner Filme eine Thematik ist. Man kann schon sagen, dass der Film schon irgendwie zur richtigen Zeit kommt, aber jetzt aktuell eben wegen der Rassenunruhen in den USA oder generellen Unruhen gegen institutionelle Gewalt gegen Schwarze, dass der wirklich zu keinem besseren Zeitpunkt hätte kommen können. Das muss man sagen. Ich muss allerdings auch sagen, dass ich über die Figur Paul diese Anspielungen auf dem momentanen Verhältnis in den USA ziemlich platt fand. Also zum Beispiel mit seiner Make America Great Again Cappy und diesen ständigen Anspielungen auf Trump, das war, also ist nicht so, dass ich mit Spike Lees Kino nichts anfangen kann, aber der Mann war noch nie ein subtiler Filmemacher, sagen wir es mal so. Ja, wir haben ja hin und wieder mal so auch über Spike Lee gesprochen und ich weiß jetzt nicht, ob es vielleicht zu gewagt ist, diese Aussage, aber mir kommt es oft so vor, als sei dieser Mann doch schon sehr, sehr bitter, um nicht zu sagen hasserfüllt. Ja. Jetzt will man sich natürlich da kein moralisches Urteil drüber erlauben. Wir wissen natürlich nicht, wie es ist, in seinen Schuhen zu stecken. Aber also distanziert und so gut es geht, irgendwie nüchtern, hat er das Ganze noch nie betrachtet. Das ist eine Herzensangelegenheit für ihn und ich finde, er schießt da manchmal übers Ziel hinaus. Ich muss für mich aber sagen, am Anfang, die erste Hälfte hat mir klar besser gefallen, insbesondere, wo man diesen Kontrast sieht zwischen dem damals kriegsgebeutelten Vietnam und dem jetzigen rein Kapitalismus-Vietnam. Wenn du siehst, was völlig von den USA vereinnahmt ist, ne? Genau. Ich wollte McDonald's, ja. Genau. Und vor allen Dingen auch, wenn du dann siehst, wie die vier am Anfang Party machen in diesem Club, da tanzen, und dann siehst du hinter dem DJ an der Wand ist ein Apocalypse Now-Poster. Und das ist auch so heftig zu sehen, wie die Historie, die Vergangenheit wird quasi einfach so vereinnahmt, wird kommerzialisiert und dadurch auch irgendwo banalisiert. So für die jungen Menschen in Vietnam bedeutet das scheinbar nichts mehr. Hieß dieser Club nicht irgendwie sogar Apocalypse Now oder so ähnlich? Als sie da rausgehen, da war irgendwas, ich meine, der Schriftzug über dem Haus war irgendwie, also als ob da nur der Film gezeigt wird oder so. So kam mir das vor, als ob das so eine sozusagen Themenbar ist. Was man ja auch sagen muss, was der Film ja durchaus auch einbringt, ist der Rassismus der Schwarzen gegenüber den Vietcongs. Genau. Insbesondere auch wieder über die Paul-Figur. Ja, das war mir, also das hätte ruhig irgendwie auch von anderen Figuren kommen können. Also irgendwann rückt der auch sehr in den Vordergrund und der ist natürlich auch so die Figur, die am meisten so auf Konflikt und Konfrontation ausgelegt ist. Da gibt es auch diese Szene, wo sie irgendwie an so einem, ist das in so einer Art Gondel oder auf jeden Fall auf so einer Bootsfahrt, ist da irgendwie so ein Vietcong, der ihm unbedingt irgendwie einen Huhn verkaufen will. Und die Szene fand ich ehrlich gesagt ziemlich aufgesetzt, weil erst will er den da halt irgendwie davonjagen, wird immer aggressiver und der Kerl, der wirkt dann erst irgendwie total verschreckt und fängt dann aber auf einmal an, oh, du hast meinen Vater getötet, du Wichser, ich bring dich um, du bist ein scheiß GI und dann denke ich mir so, wo kommt jetzt dieser Stimmungsumschwung her? Ja. Also das wirkte für mich sehr aufgesetzt an der Stelle. So nach dem Motto, man muss jetzt unbedingt das an der Stelle mit einbringen. Ich fand die Szene eigentlich in der Hinsicht recht gut, weil es so das Aufeinandertreffen zweier Traumata war. Das mag schon stimmen. So vom Staging her mochte ich das auch. Nur die Ausführung fand ich halt sehr platt, weil woher kam plötzlich dieser Umschwung? Ich meine, es wäre irgendwie okay gewesen, wenn man gezeigt hätte, dass dieser Vietnamese da plötzlich irgendwie, weiß ich nicht, seine Medaille sieht oder irgendwas, worauf er halt schießen kann, dass das ein GI war. Aber dieser plötzliche Hass, der kam für mich völlig aus dem Nichts. Naja, es waren halt vier ältere Herren, die wahrscheinlich nicht aus Vietnam kamen. Ich glaube, der wird sich seinen Teil gedacht haben, woher die kommen. Und er hat ihn halt dumm angemacht und wie so oft es geht, du machst den einen dumm an, er macht dich zurück dumm an. Und irgendwann sehen halt beide aus wie zwei Spacken. Also ich fand die Szene jetzt nicht so schlimm. Also
Ich fand die halt, die fühlte sich halt sehr geschrieben an, in Anführungsstrichen, für mich. Ich muss da sagen, ich hätte es auch, ich weiß nicht, klar, es sollte ja auch irgendwie darauf hingewiesen werden, von wegen, ist ja auch einmal die Rede davon, dass irgendwie ein Drittel der Armee, die damals nach Vietnam geschickt wurde, dass das Schwarze waren. Aber ich muss sagen, ich hätte es interessanter gefunden, ja, oder ich weiß nicht, vielleicht verkläre ich da jetzt irgendwie auch die Historie, aber es gab doch auch, glaube ich, bestimmt gemischte Truppen, oder? Ja, die war ja in dieser einen Rückblende, sind sie als gemischte Truppe mehr oder weniger zu dem Rettungseinsatz hingefahren. Bloß sind halt die meisten Weißen und Latinos dann ja, ja. Ja, der Film beginnt ja auch nicht ohne Grund mit einem Ausschnitt von diesem berühmten Muhammad Ali-Interview, wo er sagt, warum er lieber in den Knast geht, als nach Vietnam zu gehen. Und weil er ja auch gesehen hat in seiner Gemeinde, dass da die meisten Schwarzen rekrutiert wurden. Ja, ich fand es trotzdem, ich weiß nicht, also ich hätte es zum Beispiel interessanter gefunden, wenn man wirklich eine gemischte Truppe gehabt hätte. Da sieht man irgendwie auch so ein bisschen so den Tunnelblick von Spike Lee, finde ich. Ich weiß nicht, also er hat ja zum Beispiel auch, das Ganze ist ja wohl angelehnt irgendwie auch an diesem Film, irgendwie der Schatz von Sierra Madre, ne? Wo es ja irgendwie auch darum geht, dass die irgendwie einen Schatz suchen und so. Und er hat, soweit ich weiß, aus den Figuren einfach Schwarze gemacht. Na, und da hätte man vielleicht, also weiß nicht, da ist, weil man hätte dann vielleicht auch den Rassismus oder das Trauma innerhalb der Gruppe dann vielleicht auch nochmal zeigen können. Also von wegen, dass die Schwarzen den Weißen immer noch das vorwerfen, dass sie die irgendwie an vorderste Front gestellt haben oder so. Das hätte für mich mehr Zündstoff gehabt. Ich muss sagen, ich verstehe aber Spike Lee, weil du hast so viele Vietnam-Filme, wo die Weißen im Fokus stehen und Spike Lee ist. Ich meine ganz ehrlich, keiner von uns Vieren hier weiß es, wie es ist, Rassismus zu erleben. Keiner. Nein. Höchstens noch der Max, weil wir sagen, du kommst aus Bayern, du klingst komisch. Ja? Also ganz ehrlich, deswegen fällt es mir auch schwer, da jetzt zu sagen, mit einer gemischtrassigen Gruppe wäre es vielleicht besser gewesen. Interessanter. Ich glaube tatsächlich, dass dieser Blick wirklich gut so ist. Einfach mal wirklich so ein ganz klarer afroamerikanischer Blick. Ja, und dass Spike Lee da nicht subtil rangeht, hat mir auch gefallen, denn, wie gesagt, keiner von uns kennt Rassismus oder hat Rassismus gespürt. Wahrscheinlich sind wir auch irgendwie insgeheim kleine Rassisten und haben es gar nicht gemerkt, ja. Und Spike Lee ist einfach ein Filmemacher, der macht seine Filme nicht nur mit Werbe, sondern auch mit Wut im Bauch. Und ich glaube, diesen Film hat er mit sehr starker Wut im Bauch gemacht, seitdem diese komische Orange im Weißen Haus sitzt. Und ich finde, das merkst du dem Film an. Und das hat mir gefallen. Mir hat es gefallen, dass das so ein Film ist, der einfach da sitzt und dann einfach mit der Faust einfach auf den Tisch haut. Hat mir unglaublich gut gefallen. Ja, wobei man immer darauf achten muss, also mir jedenfalls so, ich finde immer, Kunst und Botschaft müssen sich so in einer Balance halten. Ich finde es immer schlecht irgendwie, wenn die Botschaft wichtiger wird als das Künstlerische. Um jetzt mal einen völlig vielleicht auf den ersten Blick unpassenden, beknackten Vergleich zu bringen. Uwe Bolls Rampage-Trilogie. Uwe Bolls Rampage-Trilogie ist 100% Botschaft und 0% Kunst. Jetzt ist Spike Lee natürlich ein 1000-mal talentierterer Filmemacher, aber bei ihm, deswegen mache ich den Vergleich, sehe ich das Problem auch in leichten Ansätzen, jetzt nicht so schlimm wie bei Dr. Boll, aber auch da, die Botschaft wird ab einem gewissen Punkt wichtiger als das Künstlerische, als das Erzählerische und dann wirkt es auf mich auch manchmal tatsächlich penetrant. Ja, sie wird auch vor allem tausendfach unterstrichen. Na, die Penetranz ist auf jeden Fall da, aber ich finde sie halt wichtig in diesem Falle. Und jetzt würde mich interessieren, was unser Quotenbayer dazu sagt, der jetzt irgendwie so ganz schweigsam in der Ecke gerade hockt und nichts gesagt hat. Du weißt doch, was Rassismus ist. Ja, komm, Max. Regionalfaschismus. Also ich werde eigentlich immer ganz gut behandelt. Ich kann mich da auch nicht beschweren. Außerdem, ich wäre da eher auf Stu's Seite, dass, ja, ich finde es eigentlich echt sehr gut, dass der Film da mit der Keule kommt, größtenteils. Weil
der Film hat es auch verdient. Und vor allem, wenn man jetzt die Zeiten ansieht, ich meine, ich weiß nicht, wie groß der Zufall ist, dass das jetzt während den Rassenunruhen auch noch rauskommt, weißt du? Ich bin derzeit eh ein bisschen mehr im Thema, als ich es vorher in meinem Leben je war, was jetzt die schwarze Geschichte, Geschichte der Black Community, Sklaverei, 13th Amendment und so weiter angeht. Und der hat sich jetzt ganz gut eingereiht in meine, wie sagt man, in meine derzeitige Bildungsreise, die ich dahin unternehme. Und ja, von dem her, ich könnte jetzt wirklich nicht sagen, der Film, der hat jetzt zu viel Botschaft und zu wenig Kunst. Ich meine, es ist klar, dass er manchmal echt aufgesetzt daherkommt und so ein, zwei Sachen, wie sich Figuren verhalten, vor allem jetzt, wo es dann auch um diesen, wie sagt man, um diesen Deal mit Jean Reno geht und mit dieser Vietcong-Geliebten, die dann mitspielt und auch dieses, dass da jetzt eine Tochter gibt und ja, so weiter und so fort. Das sind jetzt alles so Kleinigkeiten, über die ich dann auch hinwegsehe. Weil im Großen und Ganzen trifft der Film zumindest einen stetigen Ton sozusagen. Und von dem her darf er das auch ruhig machen. Ja, wir müssten vielleicht mal auf so die satirischen Elemente zu sprechen kommen, ne? Die das Ganze meinst in du sich etwa, dass birgt. Man den Ritter Walküren hört und sie schwimmen durch so einen Markt? ja, das war die genaue Unterwanderung, wortwörtlich. Ja. Das fand ich schon gelungen. Und wir haben ja auch wirklich diesen, ich muss sagen, den fand ich ja interessant, diesen Kunstgriff, dass Spike Lee ja gewisse Szenen wirklich so, ja, als so eine Hommage auch an diese völlig verklärten Propagandafilme aus der Zeit, also weiß ich nicht, dieses ganze B-Trash-Kino mit Chuck Norris und wie sie alle heißen, dass er diese Ästhetik aufgreift, aber die Schauspieler trotzdem alt aussehen in dem Ganzen. Also da kann man halt sagen, sie versetzen sich eben wieder in ihre alten Ichs hinein und werden praktisch in der Erinnerung zu ihren alten Ichs. Und dass das dann in der Wirklichkeit nicht so war, beziehungsweise es wird dann am Ende nochmal aufgegriffen, als wir halt dieses Gruppenfoto haben, wo wir halt wirklich sehen, dass sie, wie jung sie da alle waren. Ne? Und der Einzige, der immer gleich aussieht, ist Chadwick Boseman alias Black Panther. Ja, aber auch da wieder diese Anspielungen auf das Trash-Kino oder klaren Verweise. Das hätte genügt, aber nein, es muss dann eine Szene geben, wo die durch den Dschungel gehen und dann sagen, ja Mann, erinnerst du dich noch an diese beschissenen Rambo-Filme? Ja, als ob der das da im Alleingang hingekriegt hätte und dann wollen die auch nachträglich noch den Krieg gewinnen, indem die da die Gefangenen befreien. Und ja, das ist alles so on the nose, dass ich sage, komm, das hättet ihr euch echt sparen können. Dialoge finde ich per se sind, also ist für mich die größte Schwachstelle, also das ist, ja. Man muss dazu noch sagen, das hatte ich gerade ja schon im Vorgespräch zu euch gemeint, die Paul-Figur von Delroy Lindo, genau. Die sollte ja ursprünglich von Samuel L. Jackson gespielt werden und am Ende des Films weiß man dann auch warum. Weil der sagt so oft Motherfucker und es wirkt auch irgendwann einfach sehr aufgesetzt an der Stelle. Wobei mich die Figur echt am meisten durch den Film getrieben hat. Ja, mich auch. Ich bin echt streckenweise wollte ich ihm an die Gurgel springen mit seinem Verhalten. Ja. Und ich meine, da merke ich dann eben, dass eine Figur eigentlich ganz gut geschrieben ist, wenn ich dann trotzdem am Anfang Verständnis für ihn versuche zu entwickeln. Ja, der ist Vietnam-Veteran und er, mein Gott, er hat da durch die Hölle gehen müssen und so weiter und so fort. Und es kommt ja immer wieder ein bisschen mehr raus, wieso er so ein spezielleres Verhältnis zu dem Truppenführer Norm hatte, weil er sich halt dann auch, kleiner Spoiler, ein bisschen die Schuld gibt am Tod von Norm. In 9 von 10 Fällen hätte es mich wahrscheinlich aufgeregt, wenn der da mit seiner blöden Make America Great Again Mütze irgendwie rumstiefelt. Bei dem hat es mich aus irgendeinem Grund nicht gestört. Ja, weil es schon interessant war, so vom persönlichen Standpunkt her. Diese Figur ist einfach nur daran interessiert, nach all dem, was er durchgemacht hat, endlich mal zu den Gewinnern zu zählen. Und dann nimmt er es sogar auch im Kauf, Leute, die so unterstützen, die eigentlich ihm und anderen Schwarzen einfach nur rassistisch gegenüberstehen. Also er hat in erster Linie, so kommt es mir vor, einfach ein gewaltiges Identitätsproblem.
Man muss ja sagen, in anderen Filmen gibt es immer irgendwo im Keller eine Bombe, die man dann, keine Ahnung, alle 10 Minuten mal eingeblendet sieht, wie weit die Zeit runtergelaufen ist. Und diese tickende Zeitbombe war er in diesem Film. Er hat einen großen Spannungsanteil dadurch eigentlich geliefert, dass man immer dachte, irgendwann mal fängt er an durchzudrehen. Ja, der war zumindest dahingehend die interessanteste Figur, das stimmt schon. Man muss allerdings sagen, dass die anderen dann dadurch, also vor allem in der zweiten Hälfte rückt der ja relativ ins Zentrum noch mal mehr und die anderen sind dann irgendwie so ein bisschen, also einer von denen ist zumindest eigentlich Kanonenfutter dann nur noch. Wer mir noch gefallen hat, war Clark Peters. Den mag ich generell sehr, sehr gerne. Stu wird sich sehr gefreut haben, den kennt man nämlich aus The Wire. Also natürlich, ja. Clark ja. Peters als Lester Freeman aus The Wire und natürlich ja. Isaiah Whitlock Jr. als also in The Wire spielt er diesen Senator und es, wie immer, wenn er irgendwo mitspielt, muss er seine Wire-Catchphrase machen. Auch hier nämlich dieses Shit. Ja. Ja. Hat mich sehr gefreut. Ich kenne ihn in erster Linie aus Person of Interest und ich glaube in 3 Billboards Outside Ebbing, Missouri war er auch vertreten. Ja, was die Figuren betrifft, hätte man aber hier und da das Ganze ein bisschen straffen können. Ich meine da, die Figur von Melanie Thierry, die fand ich einfach irgendwo deplatziert. Und auch die anderen beiden Touris, ich weiß nicht, ob es das gebraucht hätte. Also der Konflikt mit den anderen Vietnamesen war genug. Ja, ich weiß auch nicht, was das mit dieser Organisation von denen sollte. Die, wie hieß die nochmal? Lamp, genau. Das wirkte so ein bisschen, ich weiß nicht. Also, und dann natürlich am Ende noch so die Brücke zu Black Lives Matter schlagen an der Stelle. Ja, es wirkte da ein bisschen überladen. Also, weiß nicht, könnt ihr denn meinen Gedankengang nachvollziehen, dass ich das vielleicht als Miniserie besser gemacht hätte? Also, ich fand ja auch, dass er langatmig war, aber jetzt nicht negativ langatmig. Er war anstrengend. Ich finde aber manchmal, dass Filme das sein müssen und das auch brauchen. Ich glaube, dass der Five Platz das gut steht, dass er halt anstrengend ist. Ja, aber er war eben auch so, er war nicht wirklich fokussiert. Es irgendwie, man hangelte sich da auch von Szene zu Szene, von Szenario zu Szenario, aber irgendwie auch so, der Film wirkte nicht wirklich wie aus einem Guss. Und deswegen wäre da vielleicht ein Serienformat angebrachter gewesen. Würde mich jetzt mal interessieren, würde er mehr aus einem Guss wirken, wenn er nicht stilistisch auch noch so viel durcheinander gemacht hätte. Ich meine, du hast ja streckenweise diese dokumentarischen Einblenden, vor allem zu Beginn. Die irgendwie verloren wirken und dann dazu da sind, um alles Mögliche nochmal zu unterstreichen. Also wenn da mal irgendjemand erwähnt wird, zum Beispiel, weiß ich nicht, hier Aretha Franklin, da heißt es nicht, dass der Name fällt. Nein, wir müssen auch noch ein Bild von ihr sehen. Damit wir sehen, dass das alles immer schön schwarze Geschichte ist oder was auch immer. Das fand ich also sehr unsubtil. Es ist definitiv nicht subtil. Ich glaube, das soll es auch gar nicht sein. Ja. Fand es auch, ich weiß nicht, es ist halt nicht in dem Sinne typisches. Also ich glaube, als Zuschauer muss man da auch ein bisschen dann damit umgehen lernen, weil es ist ja kein typisches Kino, kein erlerntes Sehen sozusagen, was man da von Spike Lee dann vorgesetzt bekommt, sondern es hat immer so diesen Touch von Geschichtsunterricht irgendwo gehabt. Vor allem dann auch immer mit diesem Wechsel zwischen, was ist das, Super 8 Film und ja, normalem Kinoformat. Und ja, ich glaube, dass, also wenn man was weglassen hätte können, dann vielleicht diesen Mischmasch. Vielleicht hätte man sowas dann in einer zusätzlichen, wie sagt man, The Five Platz, keine Ahnung, so eine Nachdokumentation irgendwie. Hätte sich ja bei Netflix genauso angeboten. Für eine Serie ist es mir dann entweder, ich weiß nicht, ob da genug Punkte zusammenkämen, die dann für Serien so als Cliffhanger oder sowas taugen. Ja, das ist ein legitimer Punkt. Ja, wenn ich jetzt überlege, als der Film anfing, dachte man ja wirklich fast, das wäre eine Dokumentation. Und dann kippt der ja irgendwie, also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich musste teilweise an eine Hangover oder Last Vegas denken, so von der Stimmung her. Ja, also, ja. Ne? Genau. So ein Vibe hatte das irgendwie auch so, da Five Platz, das Wolfrudel, Wolfsrudel, ne, das hat sich dann schon irgendwie so ein bisschen gedeckt für mich. Und da ist dann auch wieder so ein bisschen so eine
tonale Unebenheit. Er wirkt am Anfang sehr viel spaßiger, als es dann auf lange Sicht vermuten lässt. Ja. Hm. Ja. Ja. Darf ich eine Spoilerfrage stellen? Gut, ob du das darfst? Ich stelle sie jetzt einfach oder mal. Wollen wir erst das beantworten? Oder wollen wir erst die Fazits ziehen und dann zum Spoiler ankommen? Ja, dann lass uns doch jetzt mal erstmal das Fazit fällen. Ja. Dann fangen wir mal an mit dem Dominik. Och Mann, warum ausgerechnet ich? Weil du jetzt dran bist, Basta. Ja, ganz schwer zu bewerten. Kein sonderlich subtiler Film. Vielleicht darf man den aber auch nicht von Spike Lee erwarten, weil er einfach kein subtiler Filmemacher ist. Ist gut gespielt an vielen Stellen. Die Charaktere finde ich so ein bisschen, ich weiß nicht, die tragen für mich die 150 Minuten nicht. Auch der ganze Plot, der auf dem Papier eigentlich relativ simpel ist und hier auch so ein bisschen gezogen wird. Allerdings ist das Ganze inszenatorisch hin und wieder wirklich interessant, eben mit diesen Bezügen zum B-Trash-Kino. Ja, ich bin so ein bisschen ernüchtert, muss ich sagen. Wirkt auf mich inkonsistent, ist aber vielleicht sogar in seiner Inkonsistenz auch interessant durchaus. Ja, ich würde mal so etwas zurückhaltende 3 von 5 Goldbarren geben. Okay, Christopher, wie sieht's bei dir aus? Ich bin da d'accord, eigentlich mit allem, was Dom gesagt hat. Ich gebe auch 3 von 5 Goldbarren. Es ist ein Film, der in seiner völligen entfesselten Art hochinteressant ist. Ich sage bei solchen Filmen, auch wenn sie mir nicht gefallen, bin ich froh, dass er existiert. Es ist immer schwierig zu sagen, dann, ja, ich sehe den Wert da drin, den sehe ich natürlich. Aber man kann sowas auch in einer Art und Weise inszenieren, dass es stimmiger, runder, subtiler daherkommt. Das ist dann vielleicht doch eher mein Fall. Aber es ist trotzdem ein hochinteressantes Werk, das in diesem Jahr mit Sicherheit einzigartig ist. Von daher, ja, 3 von 5 Goldbarren. Okay. Wir geben ab nach Bayern. Ich meine, zu Max möchte ich ja jetzt. Ja, Bayern hier. Ja. Guten Tag. Was war die Frage? Fazit, du Vogel. Ja, also wirklich, hier in unserem schönen weiß-blauen Staat, wir mögen Filme über andere Personen, Gruppen, wie zum Beispiel jetzt auch die afroamerikanische Bevölkerung, die damals für den Vietnam, gegen den Vietnam in den Krieg zog. Deswegen, ich hatte eine gute Zeit damit. Ich habe mir dann so 1, 2, 3 Weißbier da reingedrückt, gell, und habe mir dann gedacht, Mensch, was für ein Film, da wird ganz schön viel geschossen, aber auch sehr viel gelabert. Was mir nicht gefallen hat, ist, was geredet wurde, denn das war manchmal ein bisschen aufgesetzt. Deswegen gibt es nicht die volle Punktzahl von mir, sondern nur 4 von 5 Goldbarren. Und jetzt zurück an Stu. Danke. Ich weiß gerade nicht, ob ich das faszinieren oder beenden soll. Ja, wie der Film selber. Ja, okay, ja. Also ich gebe ihm auch 4. Ich finde, das ist ein Koloss von einem Film. Es ist, da gebe ich Christopher vollkommen recht, wahrscheinlich der interessanteste Film, den wir dieses Jahr zu Gesicht bekommen werden. Er ist inkonsistent, er ist ruppig, es passt nicht alles zusammen, aber genau das, finde ich, ist die Stärke davon. Ich finde, subtil heißt nicht immer gut. Ein Film mit Wut im Bauch, und das ist, glaube ich, genau das Richtige. Ich hatte zumindest das Gefühl, dass mir hier wirklich jemand versucht zu zeigen und zu erklären, was Sache ist. Und das hat mir wirklich gefallen und deswegen 4 von 5 definitive Empfehlung. Und jetzt können wir gerne die Spoiler-Ecke aufmachen. Max. Ja, ich wollte sie bloß ganz kurz aufmachen, nämlich ich weiß nicht, ob ich da irgendwie mal kurz neben dem Bildschirm geguckt habe und dadurch was verpasst habe, aber wo kam denn am Ende das ganze Geld her? War das aus den Goldbarren der Erlös, der dann praktisch via Schecks, also das, ich habe das Ende nicht ganz verstanden. Glaube ich, von dem Sohn, oder? Glaube ich. Oder habe ich mich jetzt vertan? Auf jeden Fall war es von irgendjemandem Anteil als Spende für diese Organisation. Der Vater übergibt ja Otis den Brief, ja? Genau. So nach dem Motto, wenn ich jetzt umkomme, dann gibt das meinem Sohn. Ja. Und dann kamen auf einmal irgendwelche Schecks daher und ich wusste nicht, wieso. Und ihr habt auch keine Antwort? Okay. Nein. Ich hab mich in erster Linie nur darüber gewundert, wie ausgesprochen alt und rundlich Jean Reno geworden ist. Ich habe ihn schon sehr lange nicht mehr gesehen. Da war ich doch ein bisschen, ich will nicht sagen entsetzt, aber überrascht über den Anblick. Ja, er hat so einen leichten Gérard Depardieu-Vibe abbekommen, ne?
Wenn auch nicht ganz so extrem. Die beiden haben vielleicht mal zusammen Urlaub gemacht, so an der Côte d'Azur. Und genau, er hat gesagt, ja. Jean, jetzt zeige ich dir all meine Lieblingsrestaurants. Du wirst Augen machen. Das wird ein guter, schöner Mittag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er hier verloren hatte. Der wirkte so ein bisschen, ja, weiß ich nicht. Letzten Endes hat er irgendwie auch den schmierigen Franzosen gegeben. Ne? Aber, musste es eigentlich ein Franzose sein? Ja, das habe ich mich auch gefragt. Ja gut, die Dings war ja auch Französin hier. Die. Ja, weil ich meine, die schmierigen Melanie Franzosen, Thierry. Die hat ja immer Ding von The Artist derzeit übernommen. Wie heißt Jean de Jardin. Jean de Jardin. Ja, genau. Kennt ihr eigentlich, wisst ihr also zum Abschluss, wisst ihr eigentlich, welchen US-Schauspieler ich besonders liebe, wenn man ihm seinen Namen auf Französisch ausspricht? Bob Bonabon. Ach, Bob Balaban. Ja, Bob Bonabon. Mott. Ich dachte, ach so, du wärst jetzt Michel Asanavicius gekommen. Also wie die Amis ihn aussprechen, so, ja, jetzt habe ich mich verstanden, egal. Ja, ich glaube, wir sollten jetzt auch aufhören. Ja, gut. Steigen wir in den Helikopter, fliegen in den Sonnenuntergang und hören. Uns wahrscheinlich beim Eurovision Song Contest. Ja, ich wollte gerade sagen, genau. Wir hören uns erstmal das neue Album von The Fire Saga an. Dann kommt man wieder. Okay. Alles klar, es war mir eine Ehre, mit Ihnen zu dienen. Ich sag Tschüss und jetzt könnt ihr untereinander ausmachen, wer wann Tschüss sagt. Ist mir jetzt gerade egal. So. Tschüss. Black Lives Matter. Ciao. Ciao. Ja, dann mache ich einen Schluss. Also Sex. Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Filmbesprechung hier bei dem Telestammtisch. Heute geht's um eine kleine Doku namens Sarita. Die bespreche ich heute nicht alleine. Bei mir ist der Patrick. Servus, Patrick. Hi. Und am Mikrofon ist der Peter. Kurz zum Film. Ich gebe mal kurz die wichtigsten Infos darüber. Es ist eine deutsch-italienische Produktion, so wie ich es gesehen habe. Es ist schwierig herauszufinden, da die Geschichte selbst eigentlich in Bhutan spielt. Regie übernommen hat Sergio Basso. Die Laufzeit des Films beträgt 89 Minuten circa. Ist ein Mix aus einem Drama, Musical und einer Dokumentation. So in die Richtung kann man es am besten beschreiben. Ja. Und ein FSK haben wir leider so nicht herausgefunden. Also wir haben uns da im Internet dumm und dämlich geschaut. Wir vermuten, dass er ein bisschen niedrig liegt, aber wir können es leider nicht genau sagen. Es gab keine Angabe dazu. Der Film selbst, der startet am Donnerstag und in die Handlung würde euch jetzt kurz der Patrick einführen. Also der Film startet am Donnerstag, den 20.06., damit man jetzt einen fixen Termin hat. In diesem Film geht es um die junge Sarita. Die wurde für diesen Film jetzt erfunden, um die Geschichte und die Tragik so ein bisschen näher zu bringen. Sarita ist wie so eine Art Lisa Simpson. Sie ist jung, sie stellt alles in Frage. Und dann bekommt sie mit, wie sie und tausende andere von Bhutan in ein Flüchtlingscamp versetzt werden. Das war im Jahr 1990. Und so müssen sich diese tausenden Menschen nochmal neu in diesem Flüchtlingscamp sammeln und finden, weil sie eigentlich nur so ein bisschen regierungskritisch waren. Richtig, genau. Also sie haben quasi für ein besseres demokratisches System gestreikt oder sind dafür auf die Straße gegangen und durften daher dank dieser etwas antidemokratischen Regierung dann in eine Art Flüchtlingslager. Genau. So kann man es am besten sagen. Gut, also zunächst mal zum Film. Also Patrick, jetzt erstmal die allgemeine Frage. Wie hat dir Sarita an sich erstmal gefallen? Der Film hat mir an sich ganz gut gefallen. Ich hatte davor noch nichts von der Thematik gehört. Deswegen war das für mich alles noch recht neu. Und da kommt dann eben der Knackpunkt. Wenn man neu in der Thematik drin ist, gibt einen der Film nicht so viele Anhaltspunkte aus seiner kleinen Anzeigetafel am Anfang des Filmes und immer wieder so eingestreute Infos. Als Laie bräuchte man so ein bisschen was wie eine helfende Hand, die einen dann nimmt und so ein bisschen durchführt, damit man das Ganze mehr greifen kann, würde ich sagen. Ja,
definitiv. Also ich hatte vorher auch nicht wirklich was mit der Flüchtlingskrise in Bhutan gehört oder beziehungsweise überhaupt irgendwas mitbekommen. Das geht ja eigentlich im Rausch von, Sie haben es auch selber im Film angesprochen, neben Tibet zum Beispiel, wo es ja auch dieses Problem gibt, geht es ja förmlich unter in der Weltpolitik. Und dieses kleine Land, also das ist ja, was haben Sie gesagt? Ich glaube, das ist gerade so groß wie die Niederlande, wenn überhaupt, und zählt, wie ich vorhin mal geschaut habe, so 800.000 Einwohner. Also es ist ein ganz, ganz kleiner Fleck mitten in Asien. Ich glaube, das ist, es war jetzt südlich oder nördlich von Indien gesehen, aber auf jeden Fall ein sehr, sehr kleines und armes Land vor allem. Genau, und da ist quasi diese Flüchtlingskrise dann in den 90ern ausgebrochen und da beginnt ja quasi der Film mit hin und wieder einem Mischmasch aus neu aufgenommenem Material plus altem Archivmaterial, wo man dann wirklich diese Leute in diesen Flüchtlingscamps sieht. Wie hat die eigentlich so dieser Mix aus diesen beiden Kameraeinstellungen, also zwischen Neuaufnahme und den alten realistischen Aufnahmen da gefallen? Ich fand's recht ungewöhnlich, würde aber sagen, das macht's zum Beispiel jetzt für Schulklassen interessant, die sich mit dieser Thematik auseinandersetzen. Dadurch versucht man es ja zumindest nicht ganz so steril und trocken zu halten. Dadurch hat das schon so ein bisschen Pep. Ja, es ist, also man kann auch sagen, es ist kein reiner Dokumentarfilm. Das hat mir auch schon ein bisschen mehr Anreize in die Geschichte gegeben. Ich hatte so eher so ein bisschen das Problem, als man zu häufig hin und her geschnitten hat. Das hat mich auch so in der Mitte so ein bisschen aus dem Flow gebracht vom Film. Und ich muss sagen, das hat mich auch in gewisser Form auch ermüdet an manchen Stellen. Ja, ja. Es stimmt schon irgendwie, aber wie sollst du sonst diese vielen Themen, die die haben, sonst unter einen Hut bringen? Wenn du das alles so langsam vorbereiten würdest, dann wäre dieser Film ja locker um die 2,5 Stunden, wenn nicht noch länger. Ja, wahrscheinlich. Also wie gesagt, es hat nicht diese geradlinige Erzählweise wie bei einer Doku, wo es vielleicht dann auch hin und wieder mal langweilig wird, wo man dann auf Extremste zuhören muss. Hier versucht es schon so ein bisschen Abwechslung zu generieren. Und an vielen Stellen gelingt das ja auch relativ gut, finde ich. Und oft versuchen sie da auch diesen Arbeitsalltag durch so indische Tanzchoreografien und buntere Farben aufzupeppen. Ich fand's lustig. Ich dachte dadurch am Anfang, oh je, gucke ich jetzt ein dramatisches Bollywood-Musical? Und ja, das hat nämlich am Anfang schon so angefangen. Und da dachte ich mir, oh je, was sehe ich denn jetzt? Sehe ich da jetzt tatsächlich eine Doku oder sehe ich da ein Musical? Oder? Besonders abgedreht fand ich das, als dann dieser Journalist charakterisiert wurde und der wie so ein überdrehter Disney-Bösewicht da auf den Tisch rumgetanzt ist und mit dem Globus rumgespielt hat. Und ach, das war total strange, fand ich. Ja, also wenn der die westliche Zivilisation verkörpert, dann wäre ich aber, wenn ich einer von denen in Bhutan gewesen wäre, wäre ich lieber im eigenen Land geblieben. Also, ganz ehrlich, wenn man mir so diese Lebensart dann irgendwie vorstellt, das ist ja, da habe ich mich schon ein bisschen fremd geschämt für diesen Typen. Ist aber auch nur ganz kleine Szene, also 2 Minuten geht die, glaube ich. Also, sehr, sehr kurios auf jeden Fall. Die ging schon 2-3 Minuten, aber ja. Irgendwie wollten sie dieses Thema dann auch noch anschneiden, dann haben sie das halt wirklich mit einer total abgedrehten Musical-Nummer gemacht. Ja, das war ziemlich abgedreht, ja. Von einer Nebenfigur gehen wir jetzt mal eigentlich zur Hauptperson im Film. Da geht es nämlich um die liebe Sarita. Die ist, glaube ich, 13 Jahre alt. Ein sehr belesenes, kluges Mädchen auch. Deswegen ja von mir der Vergleich mit Lisa Simpson. Ja, also sie hat sehr gut gepasst. Sie ist ja, wie gesagt, die Hauptprotagonistin im Film. Ich hatte teilweise so ein bisschen die Schwierigkeit bei ihr, weil sie war mir nicht von Anfang an sympathisch. Ich weiß nicht, wie ging es dir damit? Konntest du am Anfang gleich was mit ihr anfangen oder hast du auch eine Eingewöhnungsphase gebraucht bei ihr? Bei mir kam ja noch diese Eingewöhnungsphase dadurch, dass auf einmal, um die Handlung voranzutreiben, der Gott der Ganesha oder wer auch immer dazu ihr spricht und so quasi die Handlung anstößt und dadurch ist sie wie viele in diesem Camp auf so einer Identitätssuche. Ihr merkst aber tatsächlich an, dass sie eine Schauspielerin ist. Sie hat da nicht ganz so was Authentisches. Vielleicht hat mich das da immer wieder so ein bisschen rausgerissen bei ihr.
Ja, also es war ja immer so ein Wechselspiel zwischen einer Szene von ihr zum Beispiel und einer Szene von damaligen Aufnahmen von Leuten, die tatsächlich in diesem Flüchtlingscamp waren. Und da hatte ich auch so ein bisschen das Problem. Also man sieht natürlich den deutlichen Unterschied zwischen einer Kameraaufnahme von heute und einer Kameraaufnahme von den 90ern. Und ich hatte halt auch nicht so das Gefühl, dass die da halt tatsächlich, man will es ja im Film so darstellen, dass die mit den Leuten spricht, aber die Wirkung hatte ich irgendwie nicht so wirklich. Nee, das wirkt bei mir auch aufgesetzt. In der einen Minute ist sie ein total aufgewecktes Mädchen und im nächsten Moment ist sie auf einmal total investigativ und macht dann auf Journalistin. Da war für mich so diese Diskrepanz schon ein bisschen zu hoch oder es wirkte auf mich dann eben aufgesetzt. So, ja, was willst du denn jetzt so ein Mädchen? Ja, ich glaube, also sie weiß es ja selber nicht so wirklich. Also es ist ja das Problem auch von ihrer Herkunft. Also soweit ich das ja verstanden habe, ist die ja in diesem Camp seit ihrer Geburt oder seit ihrer frühen Kindheit. Und ich habe mir dann auch die Frage gestellt, wie konnte sie da, also das ist auch ein bisschen weit ab von jeglicher größerer Zivilisation, weil das sind die einfachsten Verhältnisse. Und hier und da fahren die auch schon mal in die Stadt oder so, also zumindest hat es so den Anschein gehabt. Aber ich denke mir, wie konnte die diese Art von Journalismus bei dieser einen Szene überhaupt so in die Richtung überhaupt erlernen? Also die hätte aber eigentlich fast gar nicht die Möglichkeit dazu. Nicht nur das hat mir zu denken gegeben, sondern wenn diese Regierung so empfindlich ist bei allem, was so regierungshinterfragend ist, wie haben die es dann da geschafft, diese Doku zu drehen? Das habe ich mich im Verlauf des Films dann doch ein paar Mal gefragt. Aber da fand ich es jetzt, glaube ich, zum Beispiel spannend, weil ich habe im Vorfeld zum Film gelesen, also die Sets sehen natürlich irgendwie auch richtig wie die Originalsets aus, aber Produktionsland sollte tatsächlich Italien gewesen sein. Ah. Also es kann ja vielleicht sein, dass die dann quasi gar nicht dort in Bhutan drehen durften und sich stattdessen authentische Sets in Italien maßgeschneidert haben wahrscheinlich. Ist jetzt vielleicht eine böse Vermutung, aber als Produktionsland steht Italien drin. Ja, es wäre sogar naheliegend. Wäre sogar naheliegend. Hey, vor allem, die sagen ja am Anfang, die haben kein fließendes Wasser, das müssen sie organisieren. Die haben keine richtige Kleidung. Und als die da geflüchtet sind, die sind ja nur mit der Kleidung, die sie anhatten, weg. Alles andere haben sie zurückgelassen, mussten sich dann da wieder ihre Existenz aufbauen. Einer dieser Bewohner sagt gar recht zynisch, ja, ich habe meine alte Frau da in Bhutan gelassen, jetzt habe ich hier eine neue Frau und meine neue Existenz, als hätte die wie so ein Gegenstand quasi ausgetauscht. Ja. Ja, es ist auch ein ziemlicher Knackpunkt auch in der Geschichte, weil es geht ja auch darum, dass diese, also sie kennen ja eigentlich nur dieses Flüchtlingsleben seit einem Jahrzehnt und die sollen ja jetzt umgesiedelt werden. Das ist auch so der thematische Kernpunkt der Geschichte. Und es gibt natürlich auch ältere Personen, wie zum Beispiel die Großmutter von der Sarita, das ist auch ein sehr wichtiger Punkt, die kann sich quasi nicht wirklich mehr an so eine neue Umgebung gewöhnen, weil ihre Nichte, also ihre Enkelin, die Sarita, die zieht zum Beispiel nach Norwegen, muss man auch dazu sagen. Sie kann sich quasi nicht mehr an so eine Umgebung gewöhnen, die ist einfach zu alt letztendlich und auch krank. Und das ist auch für sie, also für Sarita, sehr bewegend. Man muss sagen, da hat mich der Film an manchen Stellen dann doch etwas emotional mitnehmen können. Aber er hat jetzt nicht so den ganz deepen Impact bei mir gehabt. Ich weiß nicht, wie ging es dir dabei, also bei dieser Geschichte? Für das Thema, so tragisch wie das ist, hätte mich das eigentlich mehr mitnehmen müssen. Aber ich wurde tatsächlich auch so ein bisschen auf Distanz gehalten. Ich weiß also nicht, woran das nicht lag. So wirklich mitgenommen. Vielleicht war das auch dieser wilde Mix, der so unentschlossen war, der einen da vielleicht in den Emotionen so ein bisschen ausgebremst hat. Ich nenne es mal ähnlich wie so das Marvel-Syndrom, bevor es dramatisch werden kann, kommt so der One-Liner, der dich wieder rausreißt. Vielleicht war das dann mit den Stilwechseln so, dass dich da der nächste Stilwechsel dann, der sich dann doch wieder da rausgerissen hat, bevor es emotional werden konnte. Ja, wo man aus der Ernsthaftigkeit quasi wieder in eine komödiantische Richtung geht. Wie gesagt, dieser Musical-Ansatz, der Film hat, der reißt mich auch hin und wieder raus. Auch so amüsant das auch ist, aber er verleiht dem Film vielleicht nicht die ernste Message, die er vielleicht haben sollte.
Ich gehe sogar so weit und sag, dass der Film dem Ganzen so leichte Disney-Vibes verleiht. Also quasi böser Hintergrund, aber irgendwie will man es doch noch ein bisschen charmant verpacken. ich sag so ein bisschen beschönigen die das ja auch selber. Am Anfang sind die da ja keine Kleider und so und dann rennen sie so fröhlich über den Marktplatz, klauen da die Kleider und tanzen damit dann 2 Minuten rum. Ja. So gesehen relativiert sich das dann so halb, weil du denkst, ja, irgendwie sind die alle trotzdem so fröhlich und tanzen da rum. Ja, irgendwie haben sie sich mit ihrer Umgebung quasi angefreundet. Genau, so irgendwie ist alles scheiße, aber es macht trotzdem Spaß. Sie haben sich damit schon irgendwie arrangiert. So wirkt das halt. Ja, also das kam mir auch so vor in der ersten Musical-Sequenz, also ganz am Anfang. Da hat das für mich eigentlich so die Botschaft drüber gebracht, das wäre jetzt der Place to be, also dieses Flüchtlingscamp. Sie hat da alle ihre Freunde, sie kennt es nicht anders, ja. Die ist da geboren worden und alles. Aber trotzdem ist irgendwie alles drumherum schon hat die Wirkung, dass es scheiße ist. Und vor allem, du hast hier in diesem Film eine Szene, da wird jemand abgestochen. Der Sinn daraus kristallisiert sich nicht so wirklich. Du fragst dich, okay, wieso wurde das jetzt gezeigt? Ja, das kam für mich auch so urplötzlich. Und ich meine, das war ja der Vater von Saritas besten Freund. Aber der Kontext, der hat mir da komplett gefehlt irgendwie. Also ich hatte da keine logische Schlussfolgerung draus ziehen können aus der Szene. Der hat irgendwie gar nicht in den Fluss reingepasst in dem Moment. Ich denke halt, dem Film hätte es gut getan, hättest du am Anfang des Films so exponentiell so 15 bis 20 Minuten Erklärung eingefügt, um die Situation auch dem Zuschauer, der damit nicht vertraut ist, so ein bisschen begreiflich zu machen und in die Materie so sachte hereinzuführen. Und dann führst du Sarita ein, die da reingeboren wird. Da wird ja auch nicht dieser kindlichen Thematik da im Weg stehen, sondern im Gegenteil, das würde helfen, da dieses tragische Schicksal von dieser Sarita noch mehr zu ergründen und ihr bei dieser Identitätssuche auch helfen. Also quasi ihr Weg ins Erwachsenenleben, genau. Quasi, kann man sagen. Okay. Was mir jetzt auch noch ein bisschen negativ hängen geblieben ist, ist natürlich auch so die allgemeinen Wortgefechte zwischen den Personen. Was heißt Wortgefechte? Also ich hatte es mit Patrick auch kurz erwähnt. Wir hatten ja eine Besprechung, die ist schon eine Weile her. Da ging es um einen portugiesischen Film und in dem Film, da kommen allerhöchstens mal 10 Sätze vor und das ist ja das komplette Gegenteil dazu. Ich hatte nur das Problem, dass die wie ein Maschinengewehr auf mich eingeprasselt haben und ich gar nicht so recht hinterhergekommen bin mit dem, was da gerade passiert, weil die so schnell labern. Und es hat mich auch ein bisschen immer mal wieder rausgeworfen. Und das fand ich zum Beispiel erschreckend schnell teilweise. Oh ja, jetzt weiß ich, über welchen Film wir da geredet haben. Oh Gott. Boah, Alva. Ja. Gut, Patrick, ich weiß nicht, hast du noch einen Punkt zu Sarita? Noch irgendwas? Ich würde sagen, dass dem Film so ein bisschen wie den Leuten die Identität so ein bisschen fehlt, weil es so ein bisschen durch diesen zu sehr schwammig gehalten wurde. Mhm. Also es war nicht leicht zu folgen, oder wie meinst du das? Es war das Potenzial da, dass man ihn leicht folgen konnte, aber wie du es gesagt hast, da waren so viele Wortgefechte und da wurde mit so vielen Infos auf einen eingeprasselt, dass es dann doch ein wenig schwerer war zu folgen, obwohl der Ansatz, dass man dem hätte gut folgen können, irgendwie schon vorhanden war. Also gut, klingt paradox, aber wer den Film sieht, versteht, was wir meinen. Ja, also wir gehen mal davon aus, dass es jetzt nicht so viele Zuschauer sein werden, aber ich denke, für einen Dokumentarfilm oder für einen Dokumentarfilm mit dramatischen, musikalischen Ansatz ist das eine relativ gute Auswahl, auch für einen Zuschauer, der sich jetzt vielleicht nicht mit Dokumentation befassen will. Also ich denke, der Einstieg ist etwas harmonischer als bei einer strikten Reportage, wo einfach nur die Thematik wiedergegeben wird. Ich würde sagen,
Sollen wir zum Fazit kommen und dann zur Bewertung? Na klar. Na klar. Gut, ich mache jetzt mal einfach prompt den Anfang. Also mir hat der Film gut bis mäßig gefallen. Ich hatte so meine Probleme mit dem Musical-Ansatz. Also da sind die Emotionen nicht die passenden für mich gewesen in dem Fall. Ich finde es wichtig, dass man so ein Thema anspricht. Ich finde auch wichtig, dass man ein Thema nicht so wie in einer Reportage stringent wiedergibt, sondern vielleicht auch ein bisschen amüsanter in dem Fall. Aber allgemein muss ich sagen, war es dann auf weite Strecken doch ziemlich ermüdend auch, weil man sehr schwer etwas versteht von den Protagonisten. Und auch, wie gesagt, dieses Einprasseln von Infos. Ständig von Informationen, von der Geschichte, das war mir einfach irgendwann auch zu viel. Ich muss deswegen nur 2 von 5 Zelten, weiß auch nicht, was man dafür vergeben kann, für den Film abgeben. Ich bin da jetzt nicht ganz so kritisch, verstehe aber deine Meinung komplett. Vielleicht hätte es dem Film gut getan, dass man nicht versucht hätte, so viele Schicksale aufzuzeigen, sondern sich auf 3, 4 in etwa beschränkt hätte, dann wäre das auch nicht so im Wechsel noch zu den zusätzlichen Elementen, die es da noch mit einstreuen wollte, gekommen, sondern hätte vielleicht einen besseren Filmfluss gehabt. Aber ich finde den Ansatz schon löblich, dass man versucht, mal eine Doku etwas aufzupeppen und die mit anderen Elementen zu würzen. Deswegen sag ich, es ist bestimmt eine gute Schullektüre, wenn man sich mit diesem Thema befasst. Dann würde ich den ganzen gar eine 3 geben, aber jetzt so als Laie, der da noch nicht so ganz drin ist, würde ich dem Ganzen eine solide 2,5 Zelte geben. Okay, also empfehlungstechnisch ist auch, würde ich mal sagen, eine sehr, sehr schwer definierbare Zielgruppe, hätte ich gesagt. Also für den Geschichtsunterricht vielleicht, aber so für den durchschnittlichen Kinogänger ist das gar nichts, hätte ich mal gesagt. Es ist ja auch bezeichnend, dass wir uns vor der Kritik nochmal einlesen mussten, ja, obwohl man eigentlich bei einem Thema schlauer sein sollte, wenn man da vor eine Doku gesehen hat. Mhm, das ist bei mir eben so dieser Knackpunkt, der das so durchschnittlich gemacht hat. Mhm. Okay, aber alles auf jeden Fall verständlich dazu. Also genau. Wie gesagt, du eine 3, ich eine 2, das ist doch eigentlich mittendrin. Also 3 als Schullektüre und 2,5 ja, als meine persönliche Wertung. Ah, okay, alles klar. Eine Doppelwertung quasi. Ja, okay, ja, manchmal geht es nicht anders. Okay, alles klar. Dann würde ich sagen, wir verabschieden uns kurz. Patrick, was steht bei dir zum Beispiel noch an, beziehungsweise was hast du gerade so für Projekte? Das gibt mal immer jedem Interviewgast zur Verfügung. Freie Zeit für dich. Also vor einem Tag oder ein bisschen mehr, also da kam eine Kritik von mir, Anna Spieß und dem Andi und da haben wir uns eine Stunde mit The Expanse auseinandergesetzt. Das ist recht hörbar. Dann haben wir jetzt so langsam die Endphase von den Alien-Kritiken, da steht demnächst noch Prometheus und Alien Covenant an. Na danke, da gibt es ja sowieso viel zu erzählen bei den beiden Filmen. Oh ja. Aber sonst, ja, war es das erstmal so von mir, aber man hört mich hier natürlich weiterhin regelmäßig, wenn man es denn möchte. Ja, und ich hoffe bald auch wieder mal mit mir, weil hat ja wirklich wieder Spaß gemacht. Das ist jetzt zwar auch ein bisschen Abwechslung zu Alva auf jeden Fall, ja, muss man auch mal dazu sagen. Mich, den Peter, mich findet ihr auf meiner Website movieclubgermany.de. Natürlich auch hier beim Telestammtisch war jetzt hier die, ich kann auch schon nicht mehr mitzählen, wie viel die Kritik, aber auf jeden Fall macht das wirklich wieder richtig Spaß hier, auch wenn die Filme jetzt so geht, so sind von meiner Warte aus gesehen. Demnächst wieder bei einer neuen Review dabei, aber lasst euch überraschen, was das für eine wird. Ich würde sagen, habt noch einen schönen Tag, hört bei den Kollegen fleißig weiter rein und bis dann auf jeden Fall. Haut rein. Ciao. Herzlich willkommen alle miteinander hier zu einer neuen Filmkritik im Telestammtisch. Ich habe heute neben mir einen Neuzugang, würde ich sagen, den Mo. Grüß dich, Mo. Hallihallo.
Ja, und Mo hat sich für uns die Dokumentation Krautrock 1 angesehen. Krautrock 1, warum die 1? Ist es der erste Teil? Ganz weiß genau. Die Idee von der Adele Schmidt und dem Josef Tegada Holder ist eine dreiteilige Dokumentation über das Gesamtthema abzuliefern, wobei Teil 2 und 3 haben noch keine Veröffentlichung, sind noch in der Entstehung. Mal schauen, ob die überhaupt noch eine bekommen. Ja, muss man abwarten, ja. Ob sich das jetzt lohnt während der ganzen... Je nachdem, was wir jetzt hier gleich sagen. Ja, ja, also wir haben folgende Bankverbindung. Und zwar die 1, 2, 3, 4, 5. Nee, egal. Also ganz kurz zu den Fakten rund um den Film. Dauert 129 Minuten, lese ich, und es kommt am 18.06. ins Kino. Naja, gut, okay, Kino in dem Sinn, dass es halt irgendwo hinkommt, wo man es trotz Corona-Beschränkungen auch ansehen kann, schätze ich mal. Keine Ahnung, ob irgendein Kino hier Krautrock 1 zeigt. Ja, aber du hast ihn gesehen, ich nicht. Deswegen erzählst du doch am besten ganz kurz, was gibt's zu sehen. Ja, Krautrock. Ich möchte dich nicht schocken, ja, aber es geht um Krautrock. Echt, ohne Witz. Ja. Und mit Krautrock, wer jetzt in der Musikszene nicht so bewandert ist, bezeichnet man so eine Bewegung, die in den Ende der 60er entstanden ist, dann in den 70ern richtig groß geworden ist, in der halt maßgeblich deutsche Musiker sich dem Radio abgewandt haben und ihrer Musik den Raum geben wollen, den sie dachten, der müsste sie haben. Also es gab früher Radioauswertungen, kennen wir auch alle noch, so ein Popsong soll 3 Minuten haben, da wollten die wegbrechen, sie wollten lange Stücke machen, sie wollten Solis einbauen, sie wollten improvisieren, neue Instrumente machen, sie wollten Aussage haben, viele der Krautrock-Bands sind auch politisch unterwegs gewesen, viele der Krautrock-Bands haben Instrumente sich zum Teil selber gebaut, kann man anhand der Jahreszahl 1970 natürlich auch sagen, es gab nicht viele Synthesizer, es gab keine anderen Geräte und viele der Bands, besonders deutscher Bands, haben international tatsächlich für Furore gesorgt später. Jetzt kennt man ja die ein oder andere Krautrock-Band vielleicht, keine Ahnung, also ich habe im Trailer irgendwie gesehen, dass da auch ein bisschen Kraftwerk drin vorkommt, wurden die da auch zum Krautrock gezählt oder ist das einfach nur... Ja, dass Kraftwerk sich inspirieren ließ oder mit in die Szene reingerechnet wurde, obwohl ich die eigentlich als Elektronikpioniere sehen würde. Ja, so ist das auch. Also ich war auch ein bisschen erstaunt, dass auch ein maßgeblicher Teil der Gesamtdokumentation tatsächlich auch über Kraftwerk geht. Das kann man sich so erklären, dass halt eben einfach Kraftwerk, die meisten Leute kennen Kraftwerk eben, das sind 2 Leute. Und das war halt früher nicht der Fall. Früher sind Kraftwerk neben dem Ralf Hütter und dem Florian Schneider, der ja vor kurzem verstorben ist, hatten sie diverse andere musikalische Wegbegleiter, diverse Trommler, diverse Gitarristen und die wiederum sind zum Teil, so wie der Michael Rother zum Beispiel oder der Klaus Dinger, die haben dann neu gegründet. Das ist auch eine der berühmteren, bekannteren Krautrock-Bands und die wiederum haben Bands wie Kahn halt eben ganz klar auf ihren Schultern mitgetragen. Und so kann man sich vorstellen, dass Kraftwerk so ein bisschen das verbindende Glied ist in dieser Gesamtdokumentation. Also sie ist ein bisschen aufgeteilt. Man geht durch das Frühwerk von Kraftwerk, die Entstehung der Bandgeschichte. Man hört fast keine Tracks. Okay. Das muss man generell bei dieser Doku sagen. Es kommen relativ wenig Tracks hier zum Einsatz. Das liegt sicherlich an der offiziellen Verwertung der Daten, also dass man die Musik nicht einfach auch nicht in jeder Doku einfach gezeigt werden kann. Das ist bei Kraftwerk, denke ich, noch mal komplizierter als bei allen anderen. Okay. Und es kommen von Kraftwerk weder Ralf Hütter noch der Kollege Schneider zu Wort, sondern halt eben andere ehemalige, wie der Michael Rother, der Wolfgang Flür ganz lang natürlich, die sind maßgeblich da, die da vorgeführt werden. Ich fand das zum Teil auch ein bisschen deplatziert unter der Prämisse Kraut, aber wenn man halt sagt, aus denen ist dann was anderes entstanden, so ergibt das Ganze dann Sinn. Okay, wie stehst du persönlich eigentlich zu Krautrock? Ist es so eine Musikrichtung, die du privat dann auch hörst oder
Ich habe mich, also ich höre sehr gerne Musik, ich höre wahnsinnig viel Verschiedenes und ich höre gerne Sachen, also ich, was ich nicht höre, ist Radio. Mhm. Insofern ist die Grundprämisse schon mal bei mir ganz gut angesiedelt. Ich vergleiche Kraut auch immer ganz gerne mit dem amerikanischen, englischen Pendant eben des Prog-Rock. Ja, genau. Wenn man sich die alten Sachen von Genesis anguckt, mhm. meinetwegen auch Pink Floyd, alte Marillion-Sachen oder sowas. Mhm. Also lange Songs, die sich viel Raum geben, das höre ich schon ganz gerne. Die deutsche Krautrock-Musik ist mir zum Großteil nach wie vor, die hat sich mir nicht erschlossen. Also vieles ist wirklich auch so in Richtung, wie ich das immer nenne, Psycho-Jazz. Es ist sehr laut, es ist sehr lang und ich weiß es einfach nicht genug zu schätzen. Ja, ich kann viel anfangen mit Kraftwerk, tatsächlich. Ich finde das erste Album auch echt charmant. Das ist eine ganz andere, die ersten zwei Alben von Kraftwerk sind nicht das, was die Leute kennen, sondern das sind fast schlagerartige Songmelodien, Songperlchen. Aber neu, Kahn, das ist schon schwieriger. Und in der Doku werden noch andere Bands vorgestellt, wie Flo de Colonne und Faust. Und die erschließen sich mir einfach komplett gar nicht. Na gut, da geht es uns beiden ähnlich. Also bei mir hört es dann auch irgendwo auf, wenn es wirklich zu abstrus wird und eigentlich mehr Kunstobjekt als Musik ist. Also so empfinde ich es zumindest streckenweise bei, welche hast du jetzt gerade angesprochen? Faust, glaube ich, ja. Die waren's. Oh Mann. Naja, gut, okay. Aber lernt man auch was über die Historie jetzt in der Dokumentation oder ist man da als, oder wäre man da als Neuling ja irgendwie aufgeschmissen, weil man keine Ahnung hat, von was da überhaupt gesprochen wird? Ist es was für Insider? Ja, ich fühlte mich am Anfang auch so ein bisschen verloren tatsächlich und ich kenne mich mit dem Thema schon aus. Ja. Ich stelle das fest, ich habe jetzt in letzter Zeit ein paar Dokus gesehen, die sich alle auch Raum geben wollen. Ich meine, die Doku geht hier 2 Stunden 9 Minuten. Ganz ehrlich. Das ist unglaublich. Das ist viel zu lang. Das ist viel zu lang. Du verlierst auf der Hälfte tatsächlich das Interesse. Also so ist es mir gegangen. Ich habe es in 2 Häppchen dann geguckt. Ich habe auch nicht so arg viel gelernt und was mir ganz klar fehlt und das wäre auch so meine erste Kritik, ist halt, es gibt überhaupt keine Moderation. Okay. Wenn du den Klappentext nicht kennst, ja, dann du wirst einfach da reingeworfen. Es kommt eine Band auf die Bühne, auf eine improvisierte Bühne beziehungsweise in eine improvisierte Lagerhalle, die du anhand der Personen nicht erkennst. Und zwar ist das Flo de Colonne, die ich gar nicht kenne. Das ist eine kabarettistisch eher links einzuordnete Band, die ein bisschen was erzählen. Dann ist plötzlich ein Sprung zu einer aktuelleren Band, die sich Electric Orange nennt, die mir auch nichts sagt. Und dann kommt sofort Can. Damit konnte ich was anfangen, aber auch nicht. Also was mir fehlte, war wirklich so ein bisschen dieses, ich nehme euch an die Hand, ja, das machen wir jetzt. Hier geht es lang. Der Krautrock ist dann entstanden und hat dies geschafft. So, der Hook hat mir gefehlt. Geht es denn auch ein bisschen um den damaligen Zeitgeist? Weil ich glaube, wir sind so Ende der 60er bis Mitte der 70er. Ist ja politisch total spannendes Zeitalter, vor allem in Deutschland. Ja, also die Menschen, die hier zu Wort kommen oder sowas, die sagen natürlich, reden alle von der Zeit. Mhm. Wir waren in der Zeit. Wir kommen aus einer Bewegung, die aus Amerika rübergespielt bekommen hat, den Vietnamkrieg, die Freiheitsbewegung, das Proletariat. Wir gehen jetzt mal auf die Barrikaden und wir machen was anders. Und das haben die halt eben in ihre Musik umsetzen wollen. Also es gibt viele Bands, die sind wirklich auf die Bühne gegangen, ohne genauen Plan, sondern haben einfach ihre Jam-Sessions und ihre oftmals kamen viele von denen auch aus dem Jazz-Bereich, haben also ihre Improvisation auf die Bühnen gebracht. Und das Ganze wurde ja auch erst viel, viel später als Krautrock bezeichnet, weil wir Germans halt die Crowd sind und haben da halt eine sehr seltsame, zum Teil anmutende Musik gemacht. Das ist jetzt aber nicht so, dass man in den 2 Stunden hier die üblichen politischen Phrasen von Alt-60ern hört. So ist es nicht. Wir bleiben schon ziemlich klar bei der Musik. Wir lernen kennen, wer hängt mit wem zusammen, welche Bands haben was gemacht. Man lernt aber nichts. Ich sag mal jetzt, auch da wieder der Hook. Ja, man lernt jetzt nichts Spannendes kennen. Ich habe jetzt nichts gelernt, was ich nicht vorher schon kannte, beziehungsweise was mich wirklich massiv interessiert hat. Ich bin bei Musikdokus finde ich es immer super, wenn man sich eine Band anguckt.
die muss man vorher gar nicht kennen oder man kennt sie und sagt sich, kann ich nicht viel mit anfangen, aber wenn die Doku gut gemacht ist, dann habe ich den Hook, dass ich hinterher mal was hören will. Ja. Und das habe ich hier überhaupt nicht. Ah, okay. Also ich habe keine Liebe plötzlich neu entdeckt oder wir machen dann auch noch eine viel zu lange Abwanderung zu Adamo Suzuki, der einmal Mitglied bei einer Krautband war. Wenn ich mich nicht echt irre, ist das bei Neu gewesen? Mhm. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Auf jeden Fall. Da klingelt es bei mir, ja. Ja, der kriegt sehr, sehr viel Raum, um zu zeigen, was er aktuell tut. Mhm. Ja, vielleicht ist es ein kleiner Werbefilm für seine Ja, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen, weil das für mich einfach nicht da reingepasst hat. Ja. Genau wie halt eben der relativ kleine Einspieler von Flo de Cologne, die am Anfang was sagen dürfen, dann in der Mitte nochmal kurz zu Wort kommen, auch mit ein bisschen Konzertausschnitt. Aber in dieses Konstrukt der Krautmusik, da würde ich die gar nicht einordnen. Das ist kabarettistisch angehauchte, linksgerichtete Musik. Also das ist, ja, man kann jetzt sagen, von der Musikalität her ist das halt im besten Fall eben Krautmusik angehangen, aber ich konnte damit nichts anfangen. Ähnlich halt, du hast es gerade selber schon gesagt, Faust ist auch jetzt nichts, was einem sofort erschließt. Die sind ja auch immer noch aktiv. Ja, es hat mich ein bisschen ratlos alles gelassen. Jetzt eine Frage, die vielleicht auch interessant sein könnte, deswegen stelle ich sie. Werden da auch irgendwelche Blickrichtungen, kommen die zu Wort, die jetzt außer Deutsch sind? Irgendwie, keine Ahnung, amerikanische Stars? Die Beleuchtung des Impacts kommt nicht, kommt viel zu kurz. Okay, gut. Also da passiert jetzt nichts. Hast du nicht plötzlich irgendwie den Sänger von irgendeiner anderen berühmten Band, die dann sagt, also die jungen Kahn oder Neu oder der hat mich inspiriert oder sowas, sondern wir schwelgen in dem Sumpf des Krautrocks, was ich auch nicht schlimm finde, denn wir wissen, dass der Krautrock im Ausland höher angesiedelt war, als er in Deutschland selber war. Ja. Ja, deswegen habe ich gefragt. Das finde ich jetzt nicht weiter schlimm. Es ist halt jetzt nicht super spannend, dass der Michael Rother ganz viele Interviews führt über die Bands, in denen Michael Rother drin war. Und dann hört man den vom dritten Schlagzeuger der vierten Band hinten links noch ein bisschen was. Das ist halt eben mein Hauptproblem. Die Informationen, die ich dann höre, sind nicht dazu geeignet, dass es mich fesselt, dass ich sage, wow, echt, das habe ich noch nie gehört, dass jemand zum Beispiel so ein Instrument benutzt hat oder sowas gemacht hat. Klar, dieser kurze Einstieg vom Schlagzeuger von Kraftwerk, der halt tatsächlich eigentlich das erste elektronische Schlagzeug gebaut hat, das ist interessant, aber es gibt deutlich bessere Kraftwerk-Dokumentationen. Brauche ich die hier nicht. Ja, das ist ein bisschen schade, weil da verschenktes Potenzial irgendwie drinsteckt. Also, keine Ahnung. Wenn sich die Protagonisten in ihren eigenen Erinnerungen irgendwie suhlen, dann, keine Ahnung, das können sie, finde ich, untereinander auch klären. Da müssen sie keine Zuschauer ins Kino locken. Es ist ja auch so, wenn wir so ein bisschen so einen Hook haben, sowas wie, da gab's doch mal so einen Rechtsstreit, ja, wie ist denn da die Sichtweise, worum ging's? Wir sind halt alles auch Voyeure, das ist das wird überhaupt nicht erzählt. Und da gab's nicht wenig, das weiß man ja. Yeah. Wenn man bedenkt, dass wirklich auch die Instrumentalien zum Teil selber gebaut wurden und sowas, dass man sagt, ich habe so angefangen und dass man vielleicht in diesen technischen Zweig noch so ein bisschen reingeht. Wie klang das und welche Pionierarbeit habe ich da geleistet? Mhm. Auch das kommt absolut zu kurz. Stattdessen sehen wir halt betagte Männer, die zum Teil immer noch auf Bühnen stehen oder in einem kleinen Studio und zum Teil doch recht verquere Sounds machen und die immer noch versuchen, unter das Volk zu mischen. Also, es gab ja eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wie der Film sich aufbaut. Das ist jetzt eher die, ich würde sagen, eher die negative Art, die du da gerade beschreibst. Jetzt, ja, ich habe mir wirklich viel davon erhofft und ich würde auch immer noch sagen, man kann den, wenn man den zusammengeschnitten hätte, wenn wir bei soliden 70 Minuten wären, eine Stunde 70 Minuten oder so ein
45 Minuten Zweiteiler, meinetwegen. Auf Arte, der aber Dreiteiler, halt, der 3x45 Minuten. Ja, das ist meine Befürchtung. Wir reden hier über 8 Stunden Filmmaterial, das ungeführt auf die Leute losgelassen wird. Und die einzige Klientel, die sicherlich Spaß haben wird damit, ist eben die, um die es geht. Und da fehlt mir so dieses, weißt du, wenn man jetzt sagen würde, wenn sich jemand heute zum Beispiel für elektronische Musik interessiert, ja, dann kommt da irgendwann vielleicht auch Manchester Beat, dann ist er bei New Order, mhm, und dann erfährt er, dass New Order aus Joy Division entstanden ist und schwuppdiwuppsiwupps hast du eine Bandbreite von Bands aus diesem Sumpf und die sind dann alle so interessant. Das ist hier aber so nicht. Mhm. Hier ist nicht ein einziger Aufhänger, der mich sagen lässt, ich muss jetzt los und muss mir alle Alben nochmal anhören von neu, von Faust wohl möglich. Ja, vielleicht müssen wir das trotzdem machen. Vielleicht sind wir einfach zu sehr Banause, dass wir das jetzt nicht zu schätzen wissen. Auf der anderen Seite stelle ich mir gerade vor, wie die Mitglieder von oder die Überlebenden von Neu, Kahn, Faust, wie hießen sie, Flo de Cologne, wie sie alle zu 8 im Kino sitzen und sich selbst beweihräuchern. Ich glaube nicht mehr für die ist das interessant. Oh, schön. Die sind auch alle, ja, die sind alle auch alleine voneinander interviewt worden und wir reden ja auch, und das dürfen wir auch nicht vergessen, ja. Wir reden ja schon über Leute, die haben ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Auch der Thomas Dinger ist ja verstorben, der über Kraftwerk dann neu, nicht mitgegründet, mhm, aber auf jeden Fall da Schlagzeuger war und so. Der Florian Schneider, wie gesagt, ist verstorben. Und dass sich das ganze Konstrukt nicht auf Kraftwerk, Florian Schneider, Ralf Hütter und sowas stürzen kann, ist mir alles klar. Mir fehlte der Hook und 2 Stunden 9 Minuten, das ist mir zu lang. Ja. Und damit würde ich sagen, belassen wir es dann auch. Ich glaube, da sind wir jetzt unserer Schuldigkeit, wie sagt man, unserer Schuldigkeit Genüge getan worden, getut. Irgendwas. Wir haben genug gekrautrockt. Jetzt bin mal gespannt, was da in Teil 2 und 3 noch Neues kommt. Ja, letzte abschließende Frage. Blaukraut oder Weißkraut? Blaukraut. Okay, gut. Mit Blaukraut. Ja, ich werde jetzt hier keine Wertungen abgeben lassen. Oder willst du eine 5-Punkte-Wertung zurücklassen? Weil 5 Punkte ist das Maximum. Ja. Ich kann hier, also wenn wir, klar, die Wertung machen es Leuten leichter. Ich würde maximal wirklich 2 vergeben, aber ich kann mir nicht vorstellen, wer da wirklich viel Spaß hat, im Sommer in einem Kino zu sitzen, 2 Stunden das sich anzusehen, ist leider so. Ja, vielleicht wird es auf irgendwelchen Folterinseln gezeigt. Naja, so schlimm ist es dann auch nicht. Nein, so schlimm ist es dann auch nicht. Man hat uns das ja auch kein Geld überwiesen. Zumindest hat jetzt in diesen 20 Minuten während der Aufnahme nichts aufgepoppt. Aber wie sollen sie es auch hören, wenn es noch nicht veröffentlicht ist? Von dem her, Mo, wahrscheinlich hören wir uns irgendwann mal wieder. Auf jeden Fall. War auch schön mit dir zu um einiges interessanter wahrscheinlich als für dich die Dokumentation zu gucken. Aber du warst tapfer für uns alle. Danke. Danke, ich weiß das zu schätzen, dass du das anerkennst, weiß ich zu schätzen. Kriegst du jetzt ein Fleisch. Hab mich gefreut. Ich hole mein Heft, warte. Ja, okay, bitte. Darfst du eins einkleben. Ja, und von meiner Seite her, ich verabschiede mich und wir gemeinsam würden sagen, bis bald, oder? Ja, bis bald. Macht's gut. Jo, tschö.